Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ZAPTV. Heute möchten wir dieses 14 Fuß lange Touringboard von Lightventure, das Ultra Fast, für euch testen. Wir haben auch schon letztes Jahr und genauso wie dieses Jahr ein Board von Lightventure getestet und waren von der hochwertigen Verarbeitung und der Qualität der Boards mehr als beeindruckt. Wir sind jetzt schon richtig gespannt, was dieses Board so zu bieten hat. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Lightventure entstanden, die uns dieses Board für diesen Test auch zur Verfügung gestellt haben. Wir haben euch einen Link zum Board unten in der Infobeschreibung einmal verlinkt. Dort findet ihr auch einen schriftlichen Testbericht zum Board. Da könnt ihr nochmal die ganzen Details in Ruhe nachlesen. Dieses Video ist wie folgt aufgebaut. Zuerst schauen wir uns den Lieferumfang genau an, dann gehen wir auf die Fahreigenschaften vom Board genauer drauf ein, schauen, wie das Board verarbeitet wurde, wie das Material ist und zum Ende gibt es noch ein kurzes und knappes Fazit von uns. Damit ihr besser durch das Video geleitet werdet, haben wir euch noch einmal Sprungmarken unten in der Zeitleiste gesetzt. Das Board bekommt ihr mit Rucksack, Pumpe, Leash und Finne für rund 1200 Euro. Da fehlt allerdings noch ein Paddel, was ihr euch dann noch extra mit dazu kaufen müsstet. Beim Lieferumfang starten wir mit dem Rucksack, den ich wieder auf dem Rücken trage, damit ihr sehen könnt, wie der Rucksack bei mir sitzt. Der Rucksack ist aus einem sehr dicken und hochwertigen Material gefertigt. Er fühlt sich sehr robust an. Der Rucksack wiegt stolze 19 Kilo mit dem gesamten Equipment. Man muss allerdings das Board sehr, sehr genau und gut falten, damit man auch die Pumpe mit in den Rucksack verstauen kann. Da die Pumpe ziemlich groß und sperrig ist, muss man da wirklich sehr, sehr darauf achten, dass man alles hineinbekommt. Wir haben jetzt die Pumpe draußen gelassen, so wiegt der Rucksack knapp 16,5 Kilo. Mit dem gesamten Zubehör sind wir dann bei 19 Kilo. Der Rucksack verfügt über einen Brustgurt, allerdings hat der Rucksack keinen Hüftgurt. Dadurch könnte man das Gewicht noch etwas besser auf dem Rücken verteilen. Somit drückt es schon nach einiger Zeit ziemlich auf die Schultern, obwohl die Schultergurte sehr breit sind und auch gepolstert. Also kleine Strecken kann man mit dem Rucksack schon auf dem Rücken zurück. Aber für längere Strecken würden wir den Rucksack auf jeden Fall abmachen und dann kann man hier perfekt die Rollen nutzen. Der Rucksack hat hier unten noch eine Verstärkung und oben einen Griff, sodass man den Rucksack auch hinter sich hinterherziehen kann. Der Rucksack ist 80 cm hoch und knapp 45 cm breit. Er hat hier oben und unten noch so kleine Lüftungsschlitze, dass wenn das Board noch etwas feucht ist im Rucksack, so die Feuchtigkeit gut entweichen kann. Und dann haben wir hier vorne noch eine große Tasche, wo man noch das ganze kleine Zubehör mit verstauen kann. Auch der Reißverschluss wirkt sehr hochwertig. Man kann den Reißverschluss zu 3/4 öffnen und dann kann man hier die Tasche ganz einfach aufklappen und das Board ganz bequem in den Rucksack verstauen. Und hier könnt ihr auch schon sehen, dass das Board den kompletten Rucksack schon ausfüllt. Also muss man da wirklich gucken, wie man das Board zusammenrollt, dass die Pumpe dann auch noch mit Platz findet. Als Pumpe beiliegend haben wir eine der größten und schwersten, aber auch eine der besten Sub-Handpumpen, die es bei aufblasbaren Stand-Up Pedalboards gibt, nämlich die GRI HP5. Die Pumpe hat die Besonderheit, dass wir drei Einstellmöglichkeiten haben, ist also eine Triple-Action-Pumpe. Die erste Luft pumpt man in Stufe 1 ins Board. Da arbeitet die Pumpe dann mit beiden Kolben im Doppelhub-Modus und da schafft die Pumpe dann zweimal 3,5 Liter. Das ist schon ordentlich und so fällt es dann sehr einfach, auch die erste Luft ins Board zu pumpen. Wenn es dann später anstrengend wird, schaltet man auf Stufe 2 um und die letzte Luft pumpt man dann auf Stufe 3 ins Board. Und so fällt es auch nicht ganz so kräftigen Personen deutlich leichter, den maximalen Druck von 15 PSI auf das Board aufzupumpen. Die Pumpe hat schön große Griffstücke, ein wunderbar ablesbares Manometer auf der Oberseite mit einer Farbskala und auch schöne große Fußstützen. Und so ist diese Pumpe wirklich bestens auch für große Menschen geeignet, weil sie eine Gesamthöhe von 62 cm hat. Also die Pumpe ist zwar groß und schwer, aber auch eine der besten Sub-Handpumpen, die es auf dem Markt gibt. Und wir wollen diese Triple-Action-Pumpe nicht mehr missen, wenn wir ein großes Board mit viel Volumen aufpumpen.
Neben der Pumpe und dem Rucksack haben wir hier noch weiteres Zubehör. Zum einen haben wir hier zwei Finnen, eine Kunststoff-Delfin-Finne mit dem US-Finbox-System und eine Ultralight-Carbon-Finne, auch mit dem US-Finbox-System. Diese Ultralight-Carbon-Finne wiegt 125 Gramm und die Kunststofffinne wiegt ca. 250 Gramm. Sollte hier mal das Plättchen verloren gehen, haben wir noch ein zusätzliches hier im Repair-Kit, neben Flicken, Kleber und noch ein Ventilschlüssel. Zudem haben wir noch eine Leash. Das eine Ende kommt an den D-Ring hinten an Bord, das andere Ende an euren Fuß oder an die Wade. Damit könnt ihr euch, wenn ihr vom Bord fallt, wieder zum Bord ranziehen und wieder locker aufs Bord steigen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein Gurt, dass wenn ihr das Bord zusammenrollt, könnt ihr das Bord mit diesem Gurt fixieren. Nach dem ganzen Lieferumfang kommen wir jetzt zum Stand-Up-Paddleboard. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 14 Fuß. 427 cm sind das in der Länge und man sieht es schon an der Form. Wir haben hier ein sportliches Stand-Up-Paddleboard, eine spitz zulaufende Bordspitze und ein auch nicht sehr breites Stand-Up-Paddleboard. Es hat nämlich an der breitesten Stelle nur knapp 28 Inch. Das sind nur 71 cm und das sorgt dann insgesamt für einen sehr sportlichen Gesamtcharakter. Als Dicke haben wir 6 Inch. Das sind knapp 15 cm und als Gesamtvolumen haben wir knapp 320 Liter. Die schmale Standfläche sorgt natürlich dafür, dass dieses Board nicht ganz so kippstabil ist wie die breiten Allrounder, die dann meist 10, 12 cm mehr an der Standfläche haben. Das ist also tendenziell eher kein Stand-Up-Paddleboard für Sub-Einsteiger und Anfänger. Es sei denn, man hat schon etwas Vorerfahrung beim Stand-Up-Paddling, weiß, worauf man sich einlässt. Ansonsten ist das hier aber eher ein Board für fortgeschrittene Paddler, für Paddler, die sich weiterentwickeln wollen und dann ein gutes, hochwertiges Touring-Board suchen, auf dem sie lange ausgiebige Subtouren machen können. Fortgeschrittene Paddler werden auf diesem Board keine Probleme haben, was die Kippstabilität angeht, weil das Board hinten zum Heck nicht zu schmal wird und auch hier vorne beim Gepäckgummi haben wir noch ein schön breites Board. Das sorgt dann trotzdem für eine große Auflagefläche auf dem Wasser, sodass sich gerade fortgeschrittene Paddler auf diesem Stand-Up-Paddleboard richtig wohlfühlen, was dann auch an der hervorragenden Steifheit liegt. Wir haben hier nämlich ein Board, was von der Steifheit wirklich Hardboard-Feeling hat. Das merkt man vor allem, wenn man sich auf dem EVA-Deck, das sehr rutschfest ist, nach hinten bewegt. Da haben wir dann das Kickpad. Können das Board darüber noch etwas einfacher wenden und das EVA-Deck hat dann diese Diamantstruktur, die dann im nassen Zustand auch für ausreichend Grip sorgt. Das einfache Wenden ist auch genau der Punkt. Natürlich ist das Board aufgrund der Boardlänge etwas schwerer im Wasser zu wenden. Gerade wenn man im Bereich der Boardmitte steht, braucht man schon ordentlich Bogenschläge, um das Board ordentlich um die Kurve zu ziehen. Was zum einen natürlich liegt an der Boardlänge, aber auch daran, dass wir ein sehr gerades Unterwasserschiff haben. Das heißt nahezu keine Boardaufbiegung, sondern das Board liegt wirklich mit der gesamten Boardlänge auf dem Wasser auf. Und dadurch ist es natürlich schwerer, das Board zu wenden, wenn man hier in der Mitte stehen bleibt. Man muss sich schon auf der Standfläche leicht nach hinten bewegen. Selbst wenn man dann schon hier bis kurz vors Gepäckgummi geht, fällt es schon deutlich einfacher, das Board im Wasser zu lenken und um die Kurve zu ziehen. Wenn man dann natürlich nach ganz hinten geht, dann ist es gar kein Problem mehr. Das Kickpad nutzt das Board gut nach unten drückt, die Spitze hebt sich dann aus dem Wasser. Da ist das Wenden dann auch für fortgeschrittene Stand-Up-Paddler gar kein Problem mehr. Die lange Boardlänge sorgt natürlich dafür, dass das Board einen hervorragenden Geradeauslauf bietet. Kombiniert dann mit dem geraden Unterwasserschiff muss die Paddelseite nur sehr selten gewechselt werden und die schmale Standfläche sorgt dann dafür, dass ein sehr sauberer Paddelzug möglich ist, dass Paddel gut vorne eingetaucht und sehr bordnah auch geführt werden kann. Das heißt, man muss sich nicht noch über diese breite Standfläche rüberbeugen und das sorgt dann insgesamt für einen hervorragenden Geradeauslauf, der tatsächlich seinesgleichen sucht, wenn man das mal mit anderen Touringboards vergleicht. Das Board heißt Ultra Fast, wiegt knapp 12,5 Kilo, muss tatsächlich dann aber erstmal in Fahrt gebracht werden, dass man eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht. Beim Anfahren ist das Ultra Fast etwas träge, auch bedingt natürlich durch das Bordgewicht. Das Bordgewicht kommt zustande durch die hochwertige, robuste Bauweise, kombiniert dann mit den ganzen Features, sodass das Gesamtgewicht insgesamt in Ordnung ist. Allerdings, wenn das Board dann erstmal in Fahrt ist, kann man gut die Geschwindigkeit halten.
durch die Bordlänge, durch das gerade Unterwasserschiff gleitet das Board gut durchs Wasser. Und weil man sehr lange ja auf einer Paddelseite paddeln kann, fällt es dann auch sehr einfach, die Geschwindigkeit zu halten, sodass es dann nicht so viel Kraft kostet, wenn man wirklich lange, ausgiebige Subtouren mit diesem Stand-Up-Paddleboard macht. Als Bauweise haben wir hier ein Double-Layer-Fusion-Board. Das heißt, die PVC-Lagen im Drop-Stitch-Kern wurden nicht miteinander verklebt, sondern unter hohem Druck miteinander verschweißt. Das sorgt insgesamt für mehr Langlebigkeit, Robustheit und natürlich unterm Strich auch für deutlich mehr Steifheit, weil der Kleber an dieser Stelle nicht arbeiten kann. Hinzu kommt, dass wir hier an den Bordkanten eine zusätzliche PVC-Lage aufgeklebt haben. Und die Besonderheit hier ist, dass wir noch einen Carbon-Stringer haben. Das heißt, eine zusätzliche Lage, die sich einmal hier in der Mitte um das komplette Board zieht. Das kann man sehr schön auf der Unterseite sehen, wo denn dieser Carbon-Stringer ist, in der Mitte des Boards. Und der sorgt dann insgesamt für noch mehr Steifheit. Zudem kommt bei diesem Board der sogenannte Woven Drop Stitch zum Einsatz und das sorgt dann insgesamt für noch mehr Steifheit, sodass wir hier insgesamt schon ein Board haben, was wirklich auch für schwere Stand-Up-Paddler bis ca. 120 Kilo geeignet ist, weil wir hier wirklich so viel Verstärkungen, Versteifungen haben und sich das Board auf dem Wasser tatsächlich anfühlt wie ein Hardboard und das hat sich auch beim Test der Steifheit gezeigt. Bei einer Auflagefläche von 1,50 Meter, der Belastung von 85 Kilo und dem maximal aufgepumpten Druck von 15 PSI hat sich das Board nur knapp 12 mm durchgebogen und das spricht insgesamt für diese unglaublich hohe Verarbeitungsqualität, die hohe Steifheit, die hier beim Light Venture Ultra Fast zum Einsatz kommt. Man fühlt sich auf diesem Board richtig wohl, es ist tatsächlich ein bisschen wie ein Hardboard, auch wenn man sich auf dem Board bewegt, da wabbelt nichts. Da spürt man nicht, dass es sich um ein aufblasbares Board handelt. Also genau das, worauf es ankommt, die Vorteile eines aufblasbaren Stand-Up-Paddleboards, kombiniert dann mit einer richtig guten Steifheit, sodass es eigentlich der perfekte Begleiter für lange, ausgiebige Subtouren ist. Kommen wir jetzt abschließend noch kurz auf die Verarbeitungsqualität zu sprechen. Die ist bei dem Ultra Fast wirklich durchweg Premium-Qualität, wie wir es aufgrund des hohen Preises auch erwartet hätten. Die Rails, das EVA-Deck, sind ja trotzdem geklebt. Wir haben keine Klebereste, alles wirkt hochwertig verarbeitet, robust. An den ganzen D-Ring haben wir keinerlei Mängel festgestellt. Wir haben das Board oft und viel benutzt und es hat allen Belastungen standgehalten, sowohl auf den Subtouren als auch bei den sportlichen Runden hier am See. Alles in allem sind wir von der Verarbeitungsqualität und natürlich auch der Fahrperformance kombiniert dann mit dieser hohen Steifheit wirklich begeistert. Es ist eigentlich für uns das perfekte Stand-Up-Paddleboard, weil wir lieben Stand-Up-Paddle-Touren. Dieses Board ist absolut tourentauglich durch die Bordlänge. Es ist insgesamt nicht zu schmal geraten. Es ist gerade so schmal, dass es einen insgesamt sportlichen Gesamtcharakter hat. Man auch eine sportliche Runde auf dem See paddeln kann, mal auf Zeit paddeln kann. Aber trotzdem ausreichend Kippstabilität bietet, wenn man dann wirklich lange ausgiebige Subtouren, auch lange ausgiebige Subtouren mit Gepäck machen möchte. Wir haben genug D-Ringe, wo wir dann auch Gepäck verzurren können. Wir haben die Möglichkeit, ein Tragegurt zu befestigen, wenn wir das Board dann einfacher transportieren und tragen möchten. In Hinblick dann auch auf dieses hochwertige Zubehör, die hochwertige Triple Action Pumpe, den sehr guten Rucksack, können wir hier nur eine Kaufempfehlung aussprechen. Der Preis mag am Anfang etwas hoch erscheinen, aber für ein Board mit den ganzen Features der hohen Steifheit muss man natürlich etwas tiefer in die Tasche greifen. Man bekommt hier wirklich durchweg Premium-Qualität und wir sind tatsächlich vom Light Venture Ultra Fast absolut begeistert. Das war jetzt unser ausführlicher Test zum Light Venture Ultra Fast. Solltet ihr zum Board oder auch zum gezeigten Zubehör noch irgendwelche Fragen haben, schreibt diese wie immer sehr gerne als Kommentar unter das Video. Wir werden die dann schnellst und bestmöglich beantworten. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, freuen wir uns auch immer über ein Abo. Folgt uns auch bei Facebook und Instagram, um in Zukunft kein Video mehr von uns zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video von SubTV.